Und wir machen weiter mit dem Bereich der Automatisierung und werfen einen Blick in das Thema Kranautomatisierung. Und wir haben jetzt einen Softwareentwickler von Synixstar, David Bauer, und er wird uns ein spannendes Automodalprojekt vorstellen, und wo es auch um Sicherheit geht, wo es vor allem aber auch um nachhaltige Logistik geht, was sehr, sehr spannend ist. Großen Applaus für ihn, und the stage is yours. Ja, vielen Dank. Ich möchte Ihnen heute unseren Vortrag Achtung Mensch, Kranautomatisierung am Binnenterminal vorstellen. Es geht um das Projekt Automodal, wird im Rahmen des Förderprogramms IATEC vom BMVI gefördert. Wir versuchen, einen Kran im Binnenterminal zu automatisieren, im speziellen trimodale Häfen. Das sind die Angelpunkte oder die Drehpunkte zwischen Schiene, Straße und Wasser. Zusammen mit unseren Projektpartnern der Contago und dem Fraunhofer IML versuchen wir, den Open-Source-Ansatz zu ermöglichen, um möglichst viel zurückzugeben, also zu veröffentlichen und frei zur Verfügung zu stellen. Die Ausgangslage ist so, dass es an den Seehäfen im Grunde schon gelöst ist. Die Seehäfen sind riesig groß. Man kann dort mit Zäunen verhindern, dass Personen in die Gefahrengebiete kommen. Der Übergang von Lkw zu Kran ist gesondert gesichert. In den Binnenterminals, die gestalten sich sehr eng. Wir können baulich fast nichts verändern. Im Hintergrund sieht man Waldgebiete, die geschützt sind. Es führt ein Radweg vorbei. Eltern mit Kinderwägen fahren vorbei. Das bringt uns natürlich hohe Anforderungen an die Personenerkennung. Vor allem auch vor Ort. Wir müssen große Temperaturranges einhalten. Die Witterung ändert sich ständig, Nebel, Schnee. Und wir müssen von sehr kurzen Abständen bis zu sehr weiten Abständen von 30, 40 Meter erkennen können, wo Personen auf dem Terminal unterwegs sind. Dadurch fallen viele Sensoren schon mal weg. Wir können nicht jeden Passanten einen RFID-Chip verpassen. Wir konzentrieren uns jetzt in unserem Forschungsprojekt tatsächlich auf den LIDAR, beziehungsweise auf drei Sensoren. Einmal den LIDAR, das ist ein schnell drehender Laserstrahl, der Entfernung misst und uns damit eine 3D-Repräsentation unserer Umgebung gibt. Dazu klassisch visuell Objekte erkennen über visuelle Kameras, Farbkameras. Und wenn uns das nicht reicht, gehen wir auch noch auf die Infrarotkameras, um ein Wärmebild zu bekommen. Zunächst haben wir die ganzen Sensoren von vielen Herstellern und unterschiedliche Modelle im Labor getestet. Hier in dem Beispiel sieht man schön, dass der Helm dieser Person dazu führt, dass die Person kopflos wird im Wärmebild. Aber wir können trotzdem noch die Silhouette erkennen. Das reicht für die Objekterkennung aus. Das Labor ist natürlich sehr theoretisch. Wir haben dann den ersten Fuß direkt am Portalkran ausgestattet mit Sensoren auf drei Ebenen, einfach um schon mal ein bisschen spielen zu können, wo erkennen wir welche Personen, wann sind Objekte im Weg. Dabei haben wir sehr viele Daten gesammelt und haben uns einfach mal frei verfügbare neuronale Netze besorgt und unsere Bilder draufgeworfen. Dabei sieht man sehr schön, dass in der Frontale Personen schon super gut erkannt werden. Also wir haben ja Erkennungsraten von weit über 90% bis hin zu 100%. Und auch die Performance ist sehr gut. Wenn wir auf andere Bilder gehen, auf die Draufsicht, erkennt man sehr schnell, dass die Erkennungsraten bei 30%, je nachdem, wo die Person steht, auch weniger. Läuft sie auf die Schiene, verschwindet sie fast. Häuser werden als Trucks erkannt. Hier setzen wir an, versuchen dem Netz jetzt eben beizubringen, durch Transfer Learning diesen neuen Blickwinkel auch zu lernen, um in Zukunft auch aus den anderen Blickwinkeln sehr gut Personen auf dem Terminal erkennen zu können. Wir wollen uns aber nicht ganz drauf verlassen. Deswegen sieht man hier ein LIDAR-Bild. Vielleicht kann man es jetzt erkennen, eigentlich war es ein Video. Dass dort drei Personen vor dem Kranfuß unterwegs sind. Im Hintergrund ist das Haus und andere Strukturen auf dem Terminal. Naja, danke. Jetzt sieht man es deutlich besser.
Die drei Personen sind auf dem Terminal unterwegs. Wir können genaue Abstände einschätzen und können das eben nochmal, aktuell haben wir eben einen Fuß ausgestattet. In Zukunft müssen wir 4 Füße ausstatten, plus den Spreader, das ist der eigentliche Teil, der den Container aufnimmt. Das heißt, die Datenmengen werden viel größer. Wir müssen entscheiden, welche Daten wir davon überhaupt noch verwenden wollen. Also Auswahlkriterien, wir können nicht wochenlang Daten sichten. Wir müssen daraus unsere Lerndaten extrahieren. Ja, welche Szenarien sind sehr wichtig, um die Erkennung zu verbessern. Und aus diesen ganzen Sensoren gewinnen wir Erkenntnisse. Und diese Erkenntnisse, die müssen wir irgendwie in ein großes Bild zusammenfassen, um zuverlässig Personen, die auf dem Terminal unterwegs sind, in vielfältigen Szenarien sicher zu erkennen. Szenarien sind tatsächlich aus der Praxis, die Schiffsführer, die gehen einkaufen. Die laufen also ohne Warnweste und ohne Helm teilweise einfach übers Terminal. Wir waren jetzt hier vor Ort teilweise, also eigentlich mal nur mit Helm und Warnweste unterwegs. Die Netze können das sehr gut unterscheiden. Also ist ihnen nicht egal, ob wir jetzt eine Warnweste oder einen Helm aufhaben. Sie gehen rein auf die markanten Elemente eines Menschen, die Form, Arme und Beine, alles, was irgendwie nicht, alles, was wir programmieren, versuchen wir irgendwie der Community zurückzugeben. Und nur durch die Personenerkennung ist der Kran natürlich noch nicht automatisiert. Der Kran, den wir im Rahmen des Forschungsprojekts nutzen, ist aktuell noch nicht mit Automatisierungstechnik ausgestattet. Von daher waren wir in einem guten Ausgangspunkt, Open-Source-Schnittstellen dort zu implementieren. Wir wollen die anderen Hersteller, also es gibt eine große Anzahl an Hersteller auf dem Markt, jeder macht seine eigenen Schnittstellen, um irgendwie dem Kran mitzuteilen, er soll den Container von A nach B bewegen, also vom LKW aufnehmen und aufs Schiff verladen. Dort wollten wir ansetzen und die Hersteller irgendwie ins Boot nehmen, dass sie eine einheitliche Schnittstelle einbauen, damit wir dort auch im Binnenhäfen deutlich mehr Möglichkeit haben, so wie es jetzt auch schon auf den Seehäfen passiert. Ja, was wir an dem Projekt lieben, ist, dass unsere Software tatsächlich Leben schützen kann und dass wir für mehr Sicherheit auf dem Terminal sorgen können. Wir wollen vor allem, da wir viel Open-Source-Software auch nutzen und uns da gerne bedienen, geben wir sehr viel zurück, wollen die Community unterstützen und der Öko- oder der Umweltaspekt ist uns auch sehr wichtig. Wir wollen natürlich dafür sorgen, dass mehr Container von der Straße auf die Schiene und auf die Wasserwege gebracht wird, weil dort ist noch deutlich mehr Potenzial. Wenn Sie mehr Informationen noch dazu haben möchten, gehen Sie gerne auf unsere Webseite synix.de/referenzen/automodal. Vielen Dank. Vielen Dank. Großen Applaus nochmal. Dankeschön. Auch danke nochmal für die Folie der Motivation. Das finde ich auch mal sehr spannend. Du hast es gerade skizziert, so ein bisschen die Zukunftsvision. Vielleicht magst du darauf nochmal eingehen. Was würdest du sagen, wo seht ihr das, was ihr gerade analysiert, erforscht und auch erprobt in Zukunft? Was wäre so deine Traumversion davon? Naja, dass im Grunde jeder Binnenkran, also jeder Terminalkran auf Binnenhäfen in Zukunft in irgendeiner Form so ausgerüstet ist, dass auch zum Beispiel in Zeiten, wo ja kein aktiver Betrieb ist auf den Terminals, die Zeit genutzt werden kann, um Container umzustauen, um den ganzen Prozess zu optimieren, damit die Schiffe schneller abgefertigt werden können, die Züge auch schneller abgefertigt werden können, damit einfach mehr Durchsatz durch die Terminals gehen kann. Und da ist noch sehr viel Potenzial. Und wo siehst du aktuell die größte Herausforderung? Also wo merkt ihr, da haben wir echt noch einiges zu tun? Ja, es ist tatsächlich die Datenmenge, die dabei produziert wird. Wir haben über 20 Sensoren an so einem Kran anhängen, mit teilweise hohen Datenraten, um daraus die wichtigen Informationen rauszuziehen und das Ganze dann in ein Gesamtbild zu konstruieren und daraus einen Schluss zu ziehen. Das ist die größte Herausforderung. Vielen, vielen Dank. Ich glaube, ihr seid auf einem sehr guten Weg. Danke, dass du da bist und uns das Projekt vorgestellt hast. Nochmal großen Applaus für David Bauer.